wollen folgen, oder? Natürlich, Was also kann ich? das ist sicher der schnellste Weg in eine Siedlung. Und das ist ja auch die Siedlung, wo dieses Kästchen, glaube ich, adressiert ist, oder? Genau, das ist euch bewusst, dass ihr habt genug Geografiekenntnisse alle. Was ihr wisst, euer Ziel war Tralop. Das Kästchen soll nach Tralop. Und was mit dem Namen ist, ist euch halt nicht bekannt. Aber ja. Euer nächstes Ziel scheint wirklich Tralop zu sein. Ja. Aber das kriegen wir ja erst frühestens am nächsten Tag am Nachmittag hin. Also wenn wir nicht dieser Zwischenfall mit den Zombies gewesen wären. Also sprich, wir müssen auf jeden Fall irgendwie eine Nacht verbringen. Also wenn ihr gut gewesen seid und das Problem mit den Zombies nicht gehabt hättet, wärt ihr am Vormittag in Tralop gewesen. Am selben Tag. Nee, am nächsten Tag dann. Am nächsten Es Tag, war gut. schon nachmittags, jetzt würde ich sagen, abends. Okay. Also dann bekommen wir wahrscheinlich gegen Mittag bei Tralop an. Höchstwahrscheinlich, ja, das ist. Na komm, lasst uns weitergehen. Ja. Also, wir gehen weiter. Okay, ich mache mich auf Ja, den Weg zur Victoria. ja, also Tyrann, du kommst recht zügig bei Victoria an. Die saß ja nur ein paar Meter abseits im Wald und sitzt da schmollend auf einem Baumstumpf. Okay. Ich nehme sie auf und wir folgen dem Rest der Gruppe. Ja, die Sonne geht langsam unter und ihr seid jetzt schon ein gutes Stück noch vorangekommen. Aber ihr sagt euch selbst, also Nachtmarsch, vor allem mit dem kleinen Mädchen, ist nicht zu schaffen und ihr müsst echt jetzt euer Lager aufschlagen langsam. Es wird Zeit. Ja, haben wir irgendwas in der Nähe, was sich anbieten würde für ein Lager? Wir könnten uns in den Bäumen verstecken. Das kann ich gut. Aber ich Du, glaube nicht, ihr dass wisst, es ich bin dir da. so gefällt. Ja, ihr seid alle Elfen, ich bin ein Mensch. Wenn ich da hochkraxel, dann falle ich nur runter und breche mir den Du Hals. Ich bin doch kannst nicht mein so Zelt bitte. haben. Ich Ich kann habe dir selber ein gerne ein Zelt Zelt. geben, wenn du möchtest. Ich kann dich aber genauso gut oben in den Ästen festbinden. Nein, Ich habe nur darf ein Kleid genug sein, sein, dann okay. wieder Also, weiter. ich wollte mit eher sagen, ihr könnt gerne noch in die Bäume gehen, ich schlaf lieber auf dem Boden. Nein, wenn hier Zombies unterwegs waren, halte ich heute Nacht Wache. Ja, ein Das Feuer werde ich bisschen so und so mangelnde machen. Schlaf macht mir nichts aus. Ich bin eh dafür, wir machen ein großes Feuer dann. Ja, aber das fällt nur wieder auf. Wenn Und es nur wo willst du Zombies sind, hier das Holz Zombies dafür und wilde Tiere herbekommen? werden vom Feuer abgeschreckt. Also, Ein ich Feuer glaube, es ist muss nicht sein, so ja. ein. Ich glaube, es ist nicht so ein blöde, so ein schlechter Idee, ein Feuer zu machen. Wer ist für Feuer? Weil ich. Ich sag Ich ja nicht, auch. dass Feuer kein schlechtes Idee. Ich sag nur, dass wir jetzt ein riesen Lagerfeuer machen. Das ist nicht unbedingt etwas ruhigeres. Vor allem, wenn hier Zombies noch mehr in der Nähe sind, dann könnten die davon auch angelockt werden. Ein Feuer ja, aber kein riesengroßes. Gut, dann machen wir Hast halt du ein denn kleines hier hast Feuer. du ein bisschen Zunder? Da kannst du schon mal. Ich Ich brauche habe selbst kein genug, aber Zunder. danke. Ja Ich gut, wir müssen brauche kein erstmal. Zunder. Na Das gut, Feuer kann ich dann. machen ohne Probleme. Also ich roll mal so ein paar Steine zusammen, suche ein paar Äste und ein bisschen Laub und bastle halt so ein kleines Feuerchen da. Also halt nur das Gerüst halt, was man dann anzünden kann. Sehr gut. Ja, ich würde halt irgendwie ein bisschen trockenes Gras oder Blätter, ein bisschen dünne Zweige nehmen und wieder mit meinem Trick zumindest versuchen, das Feuer zu entzünden. Ja, das klingt euch beiden. Also Oswin baut ein solides Lagerfeuer. Elanor zündet das Feuer mit seinem kleinen Tick an, verbrennt sich dabei auch nicht. Halleluja. Und das kleine Mädchen klettert in einen der naheliegenden Bäume an die Spitze und verschwindet wieder im Baum. Okay. Da ich kann ja gut kochen. Also ich habe das handwerkliche Geschick in Kochen. Ja. Aber wir haben keine Kochutensilien dabei, fällt mir gerade auf. Nein, also ihr habt, jeder von euch hat seinen normalen Proviant dabei. Das ist ein bisschen Brot Ja, für wir und haben halt Käse irgendwie. und ja. Wir haben halt nichts dabei. Also wir haben auch keine Utensilien, irgendwie einen Topf, Pfanne oder irgendwas. Können uns halt wirklich nur an dem Feuer wärmen. Vergiss nicht, ich habe eine Schüssel dabei. Aus Holz, oder? Ja. Willst du Mach die dich gut überm Holzschüssel Feuer. ins Feuer legen, um da drin zu kochen? Bitte was? Willst du die Holzschüssel ins Feuer legen, um damit zu kochen? Wieso nicht?
Ich frage mich, wie du bis jetzt durchs Leben gekommen bist. Nein, ernsthaft. ich habe bis jetzt Geh immer wunderschön die einfach Gaststätten schlafen, gegessen. ich halt Wache. Ja. Ich Ja, bin ich. Kopfgeld hier. Was willst Beziehungsweise, du? wieso bist du überhaupt hier? Ich dachte, ihr haltet Abstand. Was? Abstand? Was? Oh. Ja, schlaf hier, dann kann ich euch wenigstens warnen, falls noch Zombies kommen. Also, ihr geht alle schlafen, ich halt Wache. Der ist ein bisschen Schlaf. Den brauche ich nicht. Den hole ich bei der nächsten Gelegenheit nach. Wenn du eine Wachablöse brauchst, wecke mich. Ach, das brauche ich nicht. Ich halte eine Woche aus. Danach schlafe ich zwar auch eine Woche, aber die Woche bleibe ich wach. So. Also, wollt ihr euch jetzt alle ins Bett legen? Ja. Ja. Ich baue mein Zelt gar nicht auf. Ich schlafe auch immer wieder ohne Zelt. Ich nehme halt nur meine Decke und benutze meinen Rucksack ein bisschen als Kopfkissen und lege mich halt einfach auf den Boden. Ja, ja, solide. Ja, ich nehme nehm halt zwei Pfeile von meinem Rucksack, pack die wieder in meinen Köcher und würde auch noch zwei, drei Pfeile nochmal so vor mir, neben mich so im Boden stecken, dass ich auch direkt Pfeile griffbereit habe, falls doch was ist, und setze mich halt ans Feuer und halt mache. Ja, also der Boden ist sehr weich, das Feuer wärmt dich und du hältst deine Wache. Jetzt muss ich nur schon überlegen, ich habe 4 verschossen vorhin, oder? Ja. 2 verschossen. Ah, verdammt, ich wollte die Leichen noch plündern. Verdammt, meine Pfeile zurückholen. Also, wenn du jetzt ohne willst, du kannst auch gern zurückgehen. Also, nein, ich nein, wegen 2 Pfeilen. Nee, aber das ist, also ich wäre jetzt wahrscheinlich der Einzige, der machen könnte, aber das kann ich nicht machen. Ja, nee, ist nicht. Nee, also ich sitze jetzt halt am Feuer. Zünd mir eine Pfeife an, hab wieder eine gute Gelegenheit dazu. Und rauche in aller Ruhe über die Nacht in wahrscheinlich meine 3-4 Ladungen Tabak, während ich halt warte, dass die Sonne wieder aufgeht und die anderen aufwachen. Ja, Victoria, Tyranne, schließt ihr euch an mit den Nächtigen, oder? Ja. Das Mädchen ist ja. Wo befindet sich das Mädchen gerade? Das im Baum. Befindet sich oben. Das ist in den nächstgelegenen Baum, in die Baumkrone geklettert und ist da für euch im Baum verschwunden. Also sie hört nichts rumspringen, also sie scheint sich da auch ins Bett gelegt zu haben, zu schlafen oder was auch immer. Okay, dann werde ich mich jetzt auch mal mir einen Baum suchen, da ein bisschen raufklettern. Ich sehe da oben so eine Stelle und werde mich da dann auch für die Nacht auf die Nacht vorbereiten, genau. So, dann darfst du bitte einmal würfeln. Mit einem W20 vor irgendwas anderes. Ach Quatsch, Moment. Wieso habe ich gerade das Gefühl, dass der Ast bricht? Ich habe auch das Gefühl. Also du... Was? Ich sehe... Ach, jetzt hier. Ja, du versuchst da hochzuklettern und schon nach den ersten Metern, du fällst auf deinen gebrochenen Arm rauf. Ja. Die Schmerzen sind unerträglich und also dir ist klar, man braucht nicht versuchen, mit einem gebrochenen Arm einen Baum hochzuklettern. Hast du ein Zelt oder soll ich es dir aufbauen? Ich hab ein Zelt, aber es ist mir doch das, dass ich jetzt wieder sehr übermütig war und meine Verletzung ignoriert habe, weil normalerweise meine Konstitution sehr gut ist. Ich mich wieder übernommen habe, wäre ich dir sehr dankbar, wenn du mir bei meinem Zelt aufbauen könntest. Ja, also ich versuche zumindest, je nachdem, ob ich würfeln muss oder nicht, Tyrann das Zelt aufzubauen. Ja, dann würfel doch glatt einmal. D20? Ja, bitte. Ja, zum Glück habe ich Wildleben geskillt. Ja, zum Glück. Ein, zwei Fehler hast du halt gefunden, die konntest du wieder beheben. Das Zelt steht, wird auch die Nacht nicht einstürzen. Halleluja. Und Tyrande kann da drin ohne Probleme schlafen. Vielen Dank für deine Hilfe. Kein Problem. Kameraden hilft, Mann. So ist es halt. Ja, dann... Befindet sich Victoria gerade in Reichweite? Also Victoria steht noch da,
Hat bis jetzt noch nichts dann gemacht. Dann sage ich auch noch so ein bisschen so dazu und man schießt halt auch einfach nicht auf alles, was ich will. Ihr habt dich jetzt gerade nicht verstanden. Halleluja, ist okay. Musst du auch nicht gehört haben. Also er sagte quasi, du sollst nicht auf alles schießen, was in Reichweite ist. Das hast du mitbekommen. Ja, ja, danke. Danke, du Arsch. Ja, Victor, was willst du machen? Willst du dich auch für die anderen schlafen legen? Ich, oder? Ich leg mich auf den kalten Boden. Fertig. Soll ich groß da hier? Ich breche ihn morgen vor ihr wieder ab. Okay. Geh früher auf die anderen, ganz ehrlich. Also, du legst dich auf den Boden, der ist hart und kalt und ungemütlich, aber du denkst dir, war der bei mir nicht noch gerade recht weich? Das dachte ich mir jetzt auch gerade. Ja, du sitzt ja nähe Feuer. Sie steht noch fast auf der Straße. Ach so, hättest du sagen sollen. Nee, das musst du schon machen. Kennst du von Vorrichter doch. Feuer. Gut, du legst dich ans Feuer. Ich starr sie dabei böse an. Der Boden ist weich, es war immer noch leicht nass, aber das Feuer wärmt dich halt und du fängst an einzuschlafen. Die anderen auch, Eleanor sitzt vor dem Feuer, raucht seine Pfeife und ja, der Abend beginnt dunkel und Elena, ja, im ersten Mal begreifst du gar nicht, woher das klappernde Geräusch kommt, aber umso eher du richtig hinhörst, fällt es dir auf, es ist einfach fremdartig, du kannst damit nichts anfangen, es scheint, als würden Knochen aufeinander schlagen, ohne dass Fleisch dazwischen wäre. Als dann endlich, ja, dich weiter umschaust, siehst du im Dunkeln, dann ja, laufen zwei... Also, ich höre es und ich wecke Ostwind. Was, wie? Ich höre was, sei leise. Und ich lösche das Feuer. Ich, zieh mein Schwert... Ich krampel das Feuer aus und sag, ich höre etwas. Ich habe halt mein Schwert bei mir immer am Körper. Das ziehe ich gleich mal. Gut. Vorsichtig. Also, Eleanor, trage das Feuer aus. Oswin zieht sein Schwert und Victoria darf würfeln. Wieso darf ich würfeln? Du darfst würfeln. Ich habe böse Ahnungen. Der möchte mich schlafen lassen, wahrscheinlich. Wieso habe ich das Gefühl, dass ich sie dabei treffe? Ja, also du hörst es, wirst wach und fragst dich auch, was los ist. Ey, hier und! Leise! Sei ruhig! Ja, was? Ja, ihr nehmt es jetzt alle drei wahr. Ihr hört, wie gesagt, noch ein Klacken. Lautes noch ein Klacken. Es kommt von der Straße und ihr seht auf der Straße tatsächlich zwei Skelette laufen. Warte, wieso sehen wir das? Ist irgendwie kein. Ist Mondlicht so viel da? Nein, also, Entschuldigung, also du siehst das, du hast ja Rückgesicht. Also. Ihr hört alle, dass etwas von Richtung der Straße kommt und Eleanor sieht, dass tatsächlich zwei Skelette die Straße hochgelaufen kommen. Okay, ich gebe das den anderen Teil, also so, hey, hier, seid leise, da sind zwei Skelette. Denkt einer mal Tyrande, dass sie nicht irgendwie schreiend aufwacht und die am Ende uns noch anlockt. Sollen wir sie versuchen anzugreifen? Oder einfach versuchen, leise zu sein und hoffen, dass sie nicht zu uns kommen. Jetzt warte erstmal, ob die hinter uns her sind oder ob sie einfach vorbeigehen. Ja, es sind Zombies. Wenn sie an uns vorbeigehen, haben wir vielleicht Pech und sie überraschen uns morgen, wenn wir weiter in die Stadt gehen. Es sind Skelette, keine Zombies. Bei Skeletten... Es sind Untote. Wo ist da der Unterschied? Also, die kommen klackend auf mit... euch zu, weiterhin. Ja, okay, töten. Eindeutig ich nehme währenddessen mal, während ich spreche, meinen Bogen wieder in die Hand. Hm? Nehme einen der Pfeile, die ich schon vorbereitet im Boden gesteckt habe. Nachdem ich nicht wirklich was sehe, nehme ich lieber mein Schild. Hm? Und begebe mich einfach in defensive Stellung, weil ich halt ja fast nichts sehe in dem Dunkeln. Ich nehme meinen Dolch. Ja. Und bewege mich auch Richtung Ostwind. Ja, okay, also ihr steht jetzt beide mit nebeneinander, wartet auf das, was aus der Dunkelheit kommt, und Eleanor steht mit gezogenem Bogen da und zieht auf die Skelette. Sie kommen klackend weiter auf euch zugelaufen. Jetzt erkennt ihr alle auch, sie halten tatsächlich Schwerter in der Hand.
kommen weiter unbeirrbar auf euch zu. Ich glaube, die wollen was von uns. Das ist böse Magie. Wenn ihr nichts dagegen habt, ich würde jetzt ganz gerne schießen. Ja, mach, was du nicht lassen kannst. Gut, ich versuche zu schießen. Ja, darfst du das einmal würfeln. Ja, ich weiß. Nee, ich kann sogar einfach direkt zweimal würfeln. Oh ja. Würde ich dann zu ganz gerne sagen. Ja, also du lässt den ersten Fall von der Sehne zwischen... Es trifft das Skelett, fällt sofort in sich zusammen. Das zweite Skelett, ja, klackt weiter erst auf euch zu, du triffst es und es läuft noch 2 Meter, aber dann fällt es auch komplett in sich zusammen. Ihr hört noch die restlichen Knochen ein bisschen auf der Straße kullern und danach ist die Nacht wieder komplett ruhig. Warte, waren wir ernsthaft so intelligent vorher und haben unser Lager direkt neben dem Feuer neben der Straße aufgebrochen? Ja, ja. Ich hab noch gefragt, gibt's einen guten Ort? Und dann hieß es, nee, der geht schon im Baum und da ist ein Feuer. Und dann, okay. Ja, nee, ich hab nur überlegt, dass wir vielleicht so intelligent waren und irgendwie mehr als irgendwie 20 Zentimeter von der Straße weggegangen sind. Das war auch mein, darum habe ich ja gemeint, warte lieber ab, ob sie nicht vorbeigehen. Das war ja durchaus möglich, dass sie auf die Straße entlang marschieren. Ja, wenn wir aber quasi auf der Straße stehen, ist es halt schwierig. Ja. Ich bin nur gut mit dem Bogen, ich bin nicht so gut mit dem Dolch. Deswegen habe ich. Hören wir noch. Alles Untro, die ich will, ist nicht in meiner Nähe haben. Ist doch gut, hört doch irgendwer was. Ja, also die. Auf jeden Fall, wie wollt ihr es machen? Okay. Sollen wir jetzt anfangen, einen Nachtmarsch zu machen, falls hier noch mehr Zombies rumkommen, oder wollt ihr euch wieder schlafen legen? Was ich noch sagen wollte, ich bin eher dafür, machen das Licht an. Dann schauen wir uns mal die 2 Skelette an, was sie dabei hatten. Vielleicht finden wir irgendwas raus. Und dann legen wir uns wieder schlafen. Ja, okay, können wir gerne machen. Ich habe kein Problem damit. Ich bleibe sowieso wach. Wenn du mir eine Fackel hast, zünde ich sie dir auch an. Ich hab mach mal das Feuer. Vielleicht reicht das Licht dir. Würde ich machen. Darf ich versuchen, das Feuer wieder aufzubauen oder will das jemand anders machen? Ich kann das schon machen. Dann mach. Ja, also Victoria darf da bitte einmal würfeln. Moment, wie hast du in Wildnisleben? Überleben. Wildnisleben. Wildnisleben 8. Ja, also den Steinkreis um das Feuer rum bekommst du solide hin. Das Feuer an sich selbst, ja, so. Es sieht für dich wie ein solides Lagerfeuer aus. Du bist der Überzeugung, das ist ein Feuer, das sah genauso aus vorhin. Und brennt es schon wieder? Nee, ihr habt es noch nicht angemacht. Ja, okay, es ist nur aufgebaut. Genau. Darf ich es anmachen? Du kannst es gern versuchen. Aber darf ich Kopfschüsseln Ostwind anschauen und ihn mit deinen Augen anbinden, dass er es doch bitte wieder aufbauen soll? Ja, also Victoria versucht das Feuer anzuzünden. Ich zünde mich selber mit Brand wahrscheinlich. Und in dem Moment, als sie versucht, das, was sie für ein perfektes Lagerfeuer hält, anzünden, ja, alles trockene Holz, was da drin lag, verbrennt auf einen Schlag und ja, die 2-3 großen Holzscheite liegen noch da. Auf ihnen die verkohlten Überreste der Zweige. Fortox, ich helfe dir Holz sammeln. Ostwind. Ostwind, ich helfe dir auch uns sammeln. Ich wollte gerade sagen, ich würde mich da auch aufsammeln, also würde auch beim Sammeln. Du schläfst noch. Nein, ich bin nämlich gerade aufgewacht. Nein, du schläfst noch. Du schläfst noch. Solange der Spielmeister nicht sagt, schläfst du. Ende. Ja, und beziehungsweise habe ich nicht vorhin darum gebeten, dass er einer aufweckt? Ja, es hat es keiner getan, also schläft sie weiter. Und ja, okay, Klang der Knochen war recht leise. Also ich bin von diesen ganzen Updates und von diesen ganzen Absprachen bin ich nicht aufgewacht. Korrekt. Ja, weil die haben geflüstert, die waren ein Stück von dir weg, du hattest in deinem Zelt, hast in Ruhe geschlafen und dich hat einfach keiner geweckt. Okay, und ich habe so einen tiefen Schlaf, dass das Zelt quasi abbrennen könnte und ich würde weiterschlafen. Nein, das würdest du merken, aber
Du bist einfach kaputt vom Tag. Du hast dir quasi zweimal innerhalb von kürzester Zeit den Arm gebrochen. Alles klar, okay. Ja. Du bist einfach fertig mit der Welt für den Abend. Da bin ich einfach nur quasi, ja, ein kaputter Medik, der die Gruppe irgendwie ein bisschen ausbremst. Alles gut. Okay. Ja. Ja, gut. Ja, dann baue ich halt das Feuer mit dem Holz, das wir gesammelt haben, wieder einigermaßen auf. Und ich zünde es wieder mit meinem Trick an. Ja, da dürft ihr beide bitte würfeln. W20? Ja. Nein, ich muss erst mal eine Maus finden. Ja, perfektes Feuer, ey. Ja, also ihr baut sehr solides Lagerfeuer auf, ihr zündet es an ohne Probleme. Das sieht aus wie das Lagerfeuer davor. Und ja, es spendet wieder Licht und Wärme. So, ich schaue jetzt mal Richtung Straße. Sehe ich jetzt die Knochenhaufen auf der Straße liegen oder sind die weit weg? Ja, die liegen so ein bisschen verstreut auf der Straße. Mehr ist nicht zu erkennen. Das ist auch keine Bewegung mehr, kein Geräusch mehr, die normalen Geräusche der Nacht. Nichts Besonderes. Okay, ich gehe trotzdem mal hin und tu so mit dem Fuß ein bisschen die Knochen zur Seite bewegen und schau mir die Schwerter an, heb auch so ein Schwert auf und guck mal, ob da irgendwas draufsteht oder. Ja, also die Knochen erkennbar rollen, ist. Rollen hin und her. Als das Schwert aufhebst, löst sich die Klinge im Wind auf. Das ganze Schwert zerfällt zu Staub. Magie. Ich wusste es doch. Hast du das gesehen, Elanor? Ja, hab ich. Und ich habe es noch nie vorher gesehen. Das war doch klar, dass irgendein komischer schwarzer Zauber ist hier am Werk. Ja, Zauberei, Hexerei, Magie, ich kann sie nicht unterscheiden. Ja, ich auch nicht. Sie ist mir nur einfach alles unheimlich. Ja. Unheimlich, ich gehe zurück zum. Ich mag sie nicht. Ich gehe zurück zum Lagerfeuer und setz mich zu Elanor, weil ich ganz genau weiß, ich kann jetzt eh nicht mehr schlafen. Ja, so den tust du, setzt dich neben Elanor und ja. Victoria, was machst du in der Zeit? Was? Was machst du in der Zeit? Ich setz mich da ans Feuer wieder. Gar nichts. Also setz dich ans Feuer und willst auch die Nacht über wach bleiben. Ja, ich rauche jetzt eine Pfeife und dann gehe ich schlafen nochmal, wenn es aber noch lohnt. Ja, also der Mond steht noch recht weit oben. Es würde sich nochmal lohnen, schlafen zu legen. Ja, ich rauche mal eine Pfeife und dann lege ich mich schlafen. Ja, so okay. Also so, Victoria ist gerade am Pfeife rauchen. Genau. Ja, ich habe mir vorhin einfach mal direkt 4 Pfeil Tabak abgezogen, deswegen ziehe ich da jetzt nicht nochmal großartig einen ab. Ich stopfe halt wieder meine Pfeife, zünze an und biete auch Ostwind an, aber auch der dankend ablehnt. Kein Problem, ich rauch's in aller Ruhe. Und dir, Ostwind, versuch wenigstens zu schlafen. Also gut. Auch wenn du es mir nicht glaubst, aber ich hab kein Problem damit. Aber bei dir bin ich mir nicht so sicher. Bist auch nicht mehr der Jüngste. Na gut, dann versuche ich halt nochmal zu schlafen. Sollte noch was sein, weck mich bitte wieder. Natürlich. Na gut, dann hau ich mich doch wieder in mein Bett. Ja, also Oswin legt sich auch wieder schlafen. Victoria hat ihre Pfeife aufgeraucht, legt sich auch wieder ans Feuer, schläft. Und Elanor hält weiter seine stille Wacht. Langsam. Und raucht weiter seine Pfeife. Ja, nach einiger Zeit beginnt die Sonne wieder aufzugehen. Der Morgen dämmert. Ihr werdet alle nach und nach wach. Tyrande fühlt sich recht erholt. Ihr Arm schmerzt zwar immer noch, er ist gebrochen, man kann es nicht ändern. Aber der Schlaf hat gut getan, fühlt sich wieder etwas erholt. Ja. Mein Antibiotikum hat Gott sei Dank auch geholfen, was ich mir da noch gestern Nacht vorm Schlafengehen genommen habe. Genau, das hat auch ein bisschen seinen Zweck getan. Aber es ist halt trotzdem noch ein offener Bruch, der grob geschieden wird. Also dir ist bewusst, du musst die Mantalkundin aufsuchen. Ja. So, Victoria wacht auf. Der Rücken tut weh, die Glieder schmerzen. Danke. Es war eindeutig eine unkluge Idee, einfach auf purem Boden zu schlafen. Ja, du mich auch. Ich pack auch gleich meine Sachen und hau sofort in die Stadt ab. Frühstücke gar nicht bei denen. Moment. Also, Oswind wacht auf, sieht, wie Victoria ihre Sachen packt. Ja,
das Aufwecken in der Nacht hat nicht so gut getan. Du bist immerhin etwas erholt. Und Eleanor sieht, wie alle aufwachen, sieht, wie Victoria die Tasche packt und raucht gerade gemütlich seine letzte Abendpfeife. Ich schaue in den Himmel und so, schon wieder morgen. Ja, du hast gut reden, du alter Sack. Also ich habe einigermaßen gut geschlafen. Alt? Ich bin zwar fast doppelt so alt wie du, bin ich immer noch kein alter Sack. Hab vielleicht mal ein bisschen Respekt vor dem Alter. Für euch Elfen ist es alle bewusst, dass ein Alter von 25 im Schnitt noch sehr jung ist. Also ihr seid euch bewusst, natürlich, man ist mit dem Alter kein Kind mehr, aber... sehr jugendlicher, oder? Also man ist in dem Alter, wo man seine ersten schon alleinständigen Abenteuer und alles erlebt, aber man wird dann doch noch des Öfteren belächelt in Runden, wo Elben untereinander sind und Geschichten austauschen. Ja, wirklich, ich möchte schon wirklich hier weg. Was? Victoria, wieso bist du jetzt weg von hier? Gib uns halt eine Stunde, dann sind wir alle fertig. Die kleine, süße Tochter da nicht vor Angst vor mir hat. Aber der Meinung. Jetzt wart doch erstmal, wie es heute ist. Ich hab noch was zu erledigen. Tschüss. So, in dem Moment, wo sich... in dem Moment, wo sich Victoria umdreht, kommt aus dem Baum ein Tannenzapfen geflogen, trifft sie hinten am Kopf. Was? Zu Ostwind, Eleanor und Chirande kommen drei Äpfel runtergefallen und landen vor euch im Gras. Oh, wie schön. Frühstück! Nice. Aber wo hat sie die her? Darf ich den Tannenzapfen aufheben und sagen, danke, meine Liebe. Kannst du machen. Ja, mach ich auch. Es kommt ein zweiter Tannenzapfen geflogen, der sein Ziel verfehlt. Ich ruf lachend hoch, das Ziel müssen wir nochmal üben. Es kommt wieder ein Apfel. Hier noch den Mittelfinger. Es kommt ein Apfel angeflogen und trifft Eleanor zwischen den Augen. Okay, ich nehm's zurück, ist ja gut. Ich lach noch lauter. Ich nehme einfach so ein Stück Käse und ein Stück Brot, halte so zwischen zwei Fingern zusammen und heb's halt einfach nur hoch, dass man sieht, hier ist für dich. Ja, also sie sitzt noch am Baum. Also ihr seht mittlerweile, dass dieses kleine Mädchen im Baum sitzt, noch zwischen den Blättern und genüsslich an einem der Äpfel kaut. Ich gehe einfach den Zahnzapfen und beiß einmal kräftig rein. Und man sieht ihr halt an, wie es ihr nicht schmeckt. Dann darfst du jetzt bitte einmal würfeln. Warum? Ob sie sich die Zähne ausbeißt? Bitte sag ja! Das ist Also du beißt in den Tannenzapfen, versuchst so richtig auszusehen, als würde sie richtig gut schmecken und du hörst so, wie in deinem Mund irgendwas knack macht und ein Schmerz durch deinen Kiefer führt. Also du merkst, au. Dir tut dein Kiefer zu weh, aber du kannst ihn noch ganz normal bewegen. Ja, das merke ich im Kopf. Als du mit deinen Zungen so über die Zähne fährst, merkst du, da ist auf einmal eine Lücke, wo keine sein sollte. Darf ich? Okay. Ja, mir egal. Dein Mund schmeckt leicht nach Blut. Spuck's ganz gemütlich aus. Das machst du und ja, dein vorderer, schon einer deiner vorderen Schneidezähne fällt mit auf den Boden. Ich heb den auf. So, den tust du. Und ich renne los. Dann darfst du jetzt bitte einmal würfeln. Warte, auf was bin ich jetzt drauf? Du fliegst auf die Fresse. Warte, Entschuldigung, ich hab den letzten Wurf nicht mitbekommen. Also, 16. Victoria
Sie hebt ihren Zahn auf und hebt den Zahn wieder auf. Genau, sie hebt ihren Zahn wieder auf, will lossprinten. Und da schätzt den Moment des Hochkurses, den das Lossprinten und fällt voll über ins Gras. Darf ich einfach nur lachend da sitzen mit den zwei Äpfeln in meinem Schoß und dem Stück Brot und Käse in meiner Hand? Ey, Alter, Theo, das wird sich so, ganz ehrlich. Das wird sich so ehrlich in drei Wochen ändern bei mir. Ich merke das.